genau das, was Gotham braucht. Noch ein Typ mit einer Maske. Stacks Luftschiffe sind festgemacht und gesichert. Wir holen ihn an. Gut, geh rüber, findet Stack und verhört ihn. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Wachdienst zuweisen. Wen bewachen wir? Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Was zur Hölle ist das? Imperia-Boss, Leon, mach schon! Lauf, weg von hier! Sieh dich um, das gehört jetzt alles uns. Wir können machen, was wir wollen. Ich habe ja aber Cops gesehen, Mann. Die meisten sind bei der Evakuierung weg. Die übrigen machen nichts. Die sind in der Unterzahl. Ich schaue raus und sehe, wie die mit den Autos rumheizen. Wann kriegen wir endlich ein bisschen Action? Fordere es nicht heraus. Bisher war der Job einfach. Das kann gerne so bleiben. Hey, Batman! Was zum Henker machst du da? Jetzt hole ich sie raus. Wir sind hier! Länger warten! Du und deine Riesenklappe. Manchmal hoffe ich, dass er kommt und dir den Maul stopft. Die Miliz hat Stacks Luftschiff gekapert und einen Wachturm mit Geschützen errichtet. Sieht aus, als würden sie von dem zentralen Kommandopunkt gesteuert. Ich muss ihn ausschalten. Der Soldat ist mit einem Gerät ausgerüstet, das meine Detektivmodus-Systeme orten kann. Wenn ich sie zu lange einsetze, kann er meine Position bestimmen und seine Leute... Stell dir Stacks Gesicht vor, als wir ihn harponiert haben. Aber hallo, glaubt ihr wohl, er wäre sicher auf dem Luftschiff? Wer fliegt denn auch bitte in einem Luftschiff rum? Da kann man ja gar nicht vorbeischießen. Was macht er überhaupt in Gotham? Da musste doch was passieren. Jeder in der Stadt wusste es. Hat sich vielleicht von seinem Hierbleiben Profit versprochen. Der ist auch nur ein stickreicher Parasit. Deine Drohne ist gerade abgestürzt. Alles okay? Unser Drohnenpilot antwortet nicht. Das sollten wir uns ansehen. Anzeichen für einen Kampf. Jemand hat sich angeschlichen. Lasst ihn! Wir müssen uns um uns selbst kümmern! Schleichst du immer noch herum und fällst Männer hinterrücks an? Damit ist mein Schluss! Arbeitet in Teams! Passt auf euch auf! Zusammenarbeiten, das ist sicherer!
Ihr drei könnt es immer noch schaffen. Seid schnell, seid was. Okay, ich habe die Miliz im Haus geschaltet. Jetzt muss ich den Turm deaktivieren. Bin bei den Luftschiffen. Was hast du gefunden? Nun, auf den Blaupausen ist eine Luke zu sehen, die von der Oberseite des Schiffs aus erreichbar sein sollte. Mr. Stack liegt wohl viel am Schutz seiner Forschung. Die Sicherheitsvorkehrungen dürften hoch sein. Danke, Alfred. Lucius, wie kommen Sie mit dem Distanz-Hacking-Gerät voran? Ich werde es bald brauchen. Vielleicht sollten Sie Hellseherei in die Jobbeschreibung aufnehmen, Mr. Wayne. Ich lade die neueste Entschlüsselungssoftware in das Terminal im Lager im Wayne International Plaza. Dort können Sie sie abholen. Oben auf dem Luftschiff ist eine Wartungsluke. Ich kann mit dem Distanz-Hacking-Gerät hineingelangen. Ich weiß, warum es dir hier oben gefällt, Bats. Hier hast du Zeit, über die wichtigen Dinge nachzugrübeln. Zum Beispiel, ist Oracle tot? Ist das alles meine Schuld? Wer stirbt als nächstes? Jetzt runter da, dann finden wir es raus. Die Luke ist von innen verriegelt. Wenn ich die Kontrolltafel finde, kann ich die Sicherheitsprotokolle mit dem Distanz-Hacking-Gerät überbrücken. Fast perfekt. Sieh hin, das Licht ist
ist, dass sie dich als Freund erkennt. In dem Modus bist du sicher. Denk aber dran. Wenn das Licht rot ist, wirst du zum Ziel. Was sollen wir in dem Fall machen? Dann bleib dir weg von ihr. Der eingebaute Prozessor erlebt ein hackbares Netzwerk. Und nur mit diesem Gerät lassen sich die Drohnen steuern. Wärst du da nicht die Schwachstelle? Sehe ich etwas schwach für dich aus? Die Soldaten nutzen eine unbemannte Drohne. Wenn ich die Fernsteuerung des Piloten hacke, kann ich die Drohne umprogrammieren und gegen sie einsetzen. Scarecrow hält sich am Main mehr als bedeckt. Nicht mal die Truppenführer wissen, was vor sich geht. Ich habe die Codes. Jetzt kann ich die Drohne gegen sie einsetzen. Das ist nicht gut, oder? Du hast was von Feinden gesagt.